Ja, Leute, herzlich willkommen hier in Kaiserslautern. Leider heute hier keine Einlaufmusik. Ja, da der FCK noch... oh, ich kann gar nicht fertig reden. Da fällt Ihnen das 1-0. Marcel Sabitzer, Vorlage Sebastian Polter. Ich wollte eigentlich sagen, Kaiserslautern als Zweitligist hier beim Start des Fußballmanagers hat natürlich dann dementsprechend auch leider keine Musik vom Bundesliga-Soundpatch. Boris Juk macht hier den Fehler gegen Polter. Der legt zu Sabitzer weiter. Der umkurvt hier Dixon und Sippel und Glanzparade jetzt von Tobias Sippel. Den kann er abwehren. Vierte Minute. Sag mal, super. Das geht ja hier wahnsinnig gut los. Technischer Fehler von diesmal Kesimal. Wieder ist es Sabitzer in Schussposition. Zur Ecke wird der Ball abgelenkt. Hat aber nichts eingebracht anscheinend. Ja, die Pfälzer hier sehr offensiv ausgerichtet. 10 Applaus für Sebastian Polter. Der legt den Ball hier elegant mit der Hacke über Nababkin. Das ist natürlich toll. Hätte ich nicht gedacht, dass da der lange Schlags da wirklich so technisch versiert ist. Gefährliche Freistoßchance jetzt hier in Kaiserslautern. Für den ersten FC Kaiserslautern. Polter konnte hier Kesimal nur mit dem Foul stoppen. Sehr merkwürdig. Stürmer fault Innenverteidiger. Pierre De Witt, der kann das. Macht den Ball rein. Sehr blöde Aktion von Polter. Also ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, ob wir jemals ein Freistoßtor gemacht haben. Ja, seit 394 Minuten, fast 400 Minuten haben wir kein Gegentor kassiert. Jetzt ist es wieder soweit. Wir versuchen aber sofort nachzulegen. Es ist wieder Sabitzer, der hier an Paul Dixon vorbeigeht. Wollte hier Polter einsetzen, aber das ist völlig misslungen. Konzentration. Ein munteres Spiel bisher. Ja, die Lauterer hatten hier eine Chance und machen den sofort. Jetzt kommen sie wieder. Ich hatte das ja eigentlich vorher als klares Spiel eigentlich eingeplant, sozusagen unser 6-Punkte-Plan. Das scheint aber im Moment nicht aufzugehen. Wollen wir mal schauen, was das hier jetzt gibt. Bin etwas verwirrt hier gerade. Timo Gebhardt wirft den Einwurf kurz auf Kiyotake, aber dem springt der Ball ins Aus, warum die natürlich dann oben da eine dicke Chance draus machen. Das weiß ich nicht. Das ist ein Rätsel. Nächste Chance. Wieder Glanzparade. Tobias Sippel mit einer Note 1. Oh Gott, wir haben hier zwei Spieler, die eine 6 haben. Nababkin und Boris Juk. Und Paul Dixon mit einer 5,5. Also alles andere als ein guter Auftritt der Lauterer bisher. Jedenfalls, was das in der Abwehr angeht. Jetzt kommen sie wieder vorne. Das ist gar keine schlechte Möglichkeit. Westergaard fälscht den Kopfball von Boris Juk. Ganz knapp am Tor vorbei ab. Nach der Flanke von Fortunis. Das heißt, Ecke für Lautern. Die ist nicht schlecht. Paul Dixon schlägt den Ball hier rein. Maluda steht hier ganz alleine. Scheitert aber letztendlich an Raphael Schäfer. Der hat damit keine Mühe. Ja, wieder die Lauterner jetzt. Also jetzt geht's hier aber wirklich los. Das geht so nicht, ganz klar. Also wir lassen uns jetzt hier wirklich den Schneider abkaufen. Nach dem ganz, ganz frühen 1-0 und der ganz dicken Chance schon... das Ding nachzulegen. Wieder eine Ecke, nachdem Schächter hier schneller war und das Duell gegen Hoffmann hier. Ne, der hat den Ball zur Ecke abgefälscht. So war's. Jetzt wieder wir. Vielleicht noch vor der Pause hier das 2-1. Ja, so ist es auch. Diesmal ist es wieder Marcel Sabitzer. Vorlage Markus Vollner, 6. Tor schon für Sabitzer. Der macht hier ein wahnsinnig tolles Spiel. Almok Cohen eröffnet aus der eigenen Hälfte mit einem weiten Pass auf Vollner. Der zieht von der rechten Seite nach innen, legt für Marcel Sabitzer auf, der aus 20 Metern mit dem Außenriss unhaltbar einschießt. Schönes Tor anscheinend, wir konnten es leider nicht sehen, ist ja der Textmodus. Boris Juk hier hindert Marvin Plattenhardt erfolgreich am Flanken, klärt zur Ecke. Ja, was soll ich sagen, die ist drin. Es ist Polter, Vorlage Kiyotake. Endlich nochmal ein Standardtor, Kiyotake mit der Ecke. Bringt den Ball nach innen, Polter köpft aus 7 Metern ein, Sippel bleibt da leider auf der Linie stehen. Also das war jetzt ein Fehler von ihm. Nachdem er vorher wirklich mit einer ganz, ganz tollen Vorstellung hier sich Note 1 verdient hatte. Jetzt sieht es schon wieder ein bisschen anders aus für die abstiegsbedrohten Pfälzer. Ja, da wird der JD, der Gute, meinen lieben Gruß an ihn schicken, gar nicht begeistert sein. Sein Lieblingsverein hier ohne Chance bisher. Obwohl es wirklich nach dem 1-1, muss man zugeben, besser für die Heimmannschaft aussah. Da waren sie drauf und dran, wirklich hier die Führung zu erzielen.
Ich sag einfach mal, auf geht's. Die Ansprachen sind ein bisschen merkwürdig. So, Spielergespräche. Hoffmann müssen wir motivieren. Wir müssen auch Kiyotake motivieren, der trotz der ja, Vorlage nicht so ins Spiel kam. Sabitzer natürlich loben. Wir können auch Polter loben. Und ich würde auch sagen, Coen, der hat es auf jeden Fall mal verdient. Der hat ein schönes Spiel gemacht, auch gegen die Bayern schon. War da ein Aufwärtstrend zu erkennen bei ihm, nachdem er ja lange Zeit überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Einfach weil die Leistung oder seine Form oder allgemein seine Moral nicht so waren, dass es gerechtfertigt hätte, dass wir ihn aufstellen. So, ich muss mal schauen, wen könnten wir denn hier noch ins Spiel bringen? Jetzt sowieso sofort nicht, aber vielleicht gleich noch für Kiyotake den Sabitzer, den Wiesmeier wollte ich sagen, reinschmeißen. So, die Spieler sollen sich mal aufwärmen. Wir kommen sofort wieder nach der Halbzeit vors Tor der Lauterer. War eine Ecke wieder von Kiyotake. Aber Pierre de Witt, der Torschütze, kann das Ding ja zu einer weiteren Ecke klären. Möglichkeit. Gebhardt hat den Fuß hier am Ball, schießt aber mitten in die Arme von Sippel. Ich sage einfach mal weiter so und lade damit die Kaiserslauterner hier ein, ein Tor zu schießen. Aber es kommt anders. Also wir legen hier noch nicht nach, aber wir versuchen es zumindest. Kiyotake schon wieder am Ball, legt schön auf Polter auf, der verzieht. Da muss er mehr draus machen, steht hier. Jetzt kommt die nächste Chance. Ja, da sieht man das. Kiyotake hat sich jetzt schon sehr verbessert. Von einer 4 auf eine 2,5 innerhalb von 10 Minuten. Kiyotake mit einer Möglichkeit, nachdem er Gallas hier hat aussteigen lassen. Aber guter Einsatz von Tobias Sippel. Nächste Möglichkeit. Aber es kommt nichts warum hier gerade in dieser Phase. Sebastian Polter taucht alleine vor Sippel auf. Aber er schießt nicht. Er macht dann noch einen Haken und dann ist die Chance vorbei. Jetzt ist Baumjohann verletzt. Achillessehnenanriss, das ist ganz bitter. Wir wechseln in der Zeit Timo Gebhardt aus, dafür kommt Julian Wiesmeier auf seine, ja, beinahe kann man schon sagen, angestammte Linksaußenposition. Hat er noch eine halbe Stunde Zeit, hier was zu erreichen. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal an, ob der vielleicht gleich einen Pekka noch reinschmeißen. Jetzt kommt erstmal Enis Salouschi für Baumjohann im offensiven Mittelfeld. Der Rote Teufel. Wieder die nächste Chance ist für uns und das 1 zu 4. Es ist wieder Sabitzer. Der macht hier drei Buden. Vorlage schon wieder Kiyotake. War wieder eine Ecke. Marcel Sabitzer, der ist nicht so allzu groß gewachsen. Und dass der jetzt zum Kopfball kommt, sagt natürlich einiges aus. Ich würde sagen, wir tun jetzt auch Sabitzer den Gefallen und geben ihm hier die Standing Ovations von unseren mitgereisten Fans. Für ihn kommt Alex Esswein auf seine Rechtsaußenposition. Auch Lautern wechselt jetzt nochmal aus. Mimoun Azouag für Borusyuk. Ich sag mal, Kontrolle übernehmen. Also wir müssen uns ja hier nicht mehr verausgaben. Ich würde auch sagen, das Pressing ein bisschen zurücknehmen. Den Einsatz können wir uns jetzt leisten, denke ich mal. Fast schon wieder die nächste Möglichkeit hier. Kiyotake schon wieder. Geht auf dem rechten Flügel ab. Wird von Serga Kesimal bedrängt. Schuss aus 20 Metern, ja, deutlich am Tor vorbei. Ich würde auch sagen, der Yannick Westergaard ist jetzt ein bisschen müde geworden. Geben wir Tim Klose hier die nächste Möglichkeit, sich zu beweisen. Nächste Chance, Steilpass auf Polter, der schießt zu früh, trifft den Ball nicht richtig. Na, bei ihm ist es heute nichts. Also er lässt es vermissen, was er die letzten Wochen gezeigt hat, nämlich Torhunger und Abschlussstärke. Och Gott, die Fans, also das habe ich auch noch nicht gelesen. Die fordern hier die Auswechslung von Matthias Abel. Was hat denn der gute Mann für eine Note? Hä? Der ist doch eben erst eingewechselt worden. Warum wollen die den jetzt schon wieder auswechseln? Das ist sehr geil. Der hat eine Minute gespielt. Der ist in der 72. eingewechselt worden für Dixon. Nein, warum? Abholen, gelbe Karte. Und dann fördern die eine Woche ein. Ach Gott, ich bin total durch den Wind. Eine Minute nachdem der eingewechselt wurde, fordern die hier schon wieder die Auswechslung. Also, das ist jetzt sehr hart. Nochmal eine Möglichkeit für mich. Für meine Nürnberger. Und Jan, die schenken mir das 1 zu 5. Es ist Sebastian Polter. Vorlage von Schäfer. Langer Abschlag von Raphael Schäfer. Sebastian Polter ist auf und davon. Spielt hier noch Gallas schwindelig. Zieht aus 19 Metern ab. Platzierter Flachschuss. Tobias Sippel ist machtlos. Ja, da haben wir dann wieder die Klasse gesehen von Polter. Wenn er die mal auspackt. Nächste Chance. Glanzparade Sippel. Also, es hat ja wirklich so ausgesehen, als ob nach dem 1 zu 1 hier die Gastmannschaft, ja, ein bisschen überrumpelt wird vom 17. der Tabelle von Kaiserslautern, aber wir haben uns da nicht in die Bredouille bringen lassen, haben das wirklich in der zweiten Halbzeit ganz, ganz klar dominiert.
Nächste Möglichkeit hier, 89. Nochmal eine Ecke von Kiyotake. Wuchtiger Kopfball von Tim Klose. Aber Sippel reißt die Hände nach oben. Das müsste nochmal eine Ecke geben. Das müsste die sechste dann im Spiel sein. Mal schauen, kommt nichts mehr raus. Ja, Kiyotake schlägt die Ecke auf die Höhe des Elfmeterpunkts. Und Sippel kommt nicht entschieden genug heraus. Er hat immer mal wieder so kleine Schwächen. Hat aber Glück, dass Tim Kloses Kopfball am Pfosten vorbeirauscht. 2 Minuten Nachspielzeit. Das Ding ist natürlich lange gegessen. Es geht ihm noch über die Höhe des Sieges. Nochmal eine Chance. Und nochmal ein Tor. 1:6. Jetzt wird's bitter. Nochmal ist Polter der Torschütze. Und Almok Cohen macht seine erste Torbeteiligung perfekt in der Saison. Der läuft hier völlig frei über den linken Flügel, legt dann quer auf Polter. Der Ball ist schlecht, aber Polter setzt wirklich super nach und kann den Ball dann am Sippel vorbeilegen. Heute klappt beim 1. FC Nürnberg alles, ja, so gut wie, würde ich sagen. Es gibt gar nicht viel zu diskutieren. Wir gehen sofort in den Nachbericht. Jetzt steht das große, große, große Spiel an gegen die Bayern. Champions League Viertelfinale, Rückspiel. Also wir haben die Generalprobe wahnsinnig toll hinter uns gebracht. Gut, gucken wir gleich Nachbericht und dann geht's los. So Leute, geht weiter. Ohne große Umwege jetzt hier durch den Nachbericht durchpeitschen. Wir sind natürlich alle heiß auf das Spiel gegen Bayern. Ja, was kann man hier noch sagen? Wir haben 2 dreifache Torschützen, Polter und Sabitzer. Wir haben einen Spieler gehabt in Kiyotake, der der schwächste Mann war. Bei uns mit einer 4 in der Halbzeit, der bekommt hier eine 1 am Ende. Hat 2 Vorlagen noch gemacht. Cohen mit einer 2. Und auch hinten Westergaard, Schäfer mit einer 2,5. Bester Mann bei Kaiserslautern, ganz klar war der Torwart, Note 2. Also der Rest, der war ja desaströs hier. 5,5, 5, 4,5, 4,5 und vorne auch nix. Ja, die haben wir das Spiel aber gut gestaltet. Bis zum 1:1 und dann fiel leider wieder für die Kaiserslauterner leider der Rückstand. Bis dahin war das Spiel wirklich sehr gut. So, Statistiken. Ja, 13:3 Schüsse, Ballbesitz von 61%, das ist ganz klare Sprache. Ich denke mal, der Knackpunkt, der war ja auch so ein bisschen dann später, dass das Ding hier wirklich dann eindeutig wurde, dass Baumjohann verletzt war, dass er raus musste. So, die Ergebnisse. Wir haben es tatsächlich geschafft. Weil Leverkusen und Gladbach 1:1 spielen, stehen wir jetzt wieder auf dem 5. Platz. Und dadurch, dass Hamburg sowie Schalke verlieren, ist sogar noch die Champions League hier wieder machbar. Das war ja schon vor ein paar Spieltagen komplett abgeschrieben, weil wir nur unentschieden gespielt haben. Ihr seht es ja, 12-mal unentschieden, 4-mal verloren. Das ist der beste Wert in der ganzen Liga, zusammen mit Bayern. Aber diese Unentschieden, die haben uns natürlich schwer zugesetzt. Die nächsten Spiele werden nicht einfacher. Da müssen wir jetzt einfach gucken. Wir haben demnächst wieder ein Heimspiel, 29. Spieltag gegen Bremen. Die stehen hier ganz schlecht auf 14. Die haben verloren die letzten beiden Spiele. Nur 3 Punkte aus 15 möglichen. Also das kann funktionieren. Was haben wir sonst noch hier? Bayern unentschieden. Dortmund gewinnt. Also im Meisterschaftskampf ist hier auch noch alles andere als entschieden. Die Stimmen. Für Marcel Sabitzer freut es mich besonders, dass er seine hervorragende Leistung mit einem Treffer gekrönt hat. Ja, nicht nur einen, es waren 3. Genauso wie der Mann vorne, Sebastian Polter, den ich noch kritisiert habe. Er hat gesagt, es ist nicht sein Spiel, er ist zu unkonzentriert und was alles noch. Er hat mich Lügen gestraft. Spieltagsstatistik, da haben wir 2 Spieler, ne, 3 Spieler sogar, mit Cohen. Ist komisch, dass der Kiyotake hier nicht auftaucht. Polter zum ersten Mal, Sabitzer zum ersten Mal, Cohen zum ersten Mal hier in der Elf des Tages. Mann des Tages, Spieler des Tages ist hier Marcel Sabitzer mit Note 1. Ganz, ganz toller Spieltag für uns. Nominierung, man sieht's. Draxler mit 7 Mal schon. Bei uns muss man lange scrollen, bis wir hier mal einen haben. Ne? Das ist mehr als 2 Mal war hier, glaube ich, nie einer von uns in der Elf des Tages. Also das ist schon, in der letzten Saison hatten wir ja viel, viel mehr Beteiligung von uns da in dem Bereich. Beste Mannschaft des Spieltages, 2,86er Durchschnittsnote. So gefällt mir das. Beste Spieler, da kommt Peckhardt immer noch. Jetzt kommt aber Polter langsam. 8 Tore jetzt mittlerweile. Das war ja klasse heute. 3 Buden gemacht und 1 vorgelegt. Was ein Spiel. Raphael Schäfer auf Platz 20 bei den Notenbesten. Und zum Abschluss das Fair Play bzw. die Verletzungen. Sperren. Auf Platz 7 stehen wir hier. Ist ganz ordentlich. Ja, man merkt es schon, in der Saison müssen wir mehr kämpfen. Wir werden, wie gesagt, nicht mehr unterschätzt von den meisten Mannschaften. Müssen schon was für unsere Punkte tun. Und das sieht man halt hier.
Verletzungen, da bin ich gespannt. Das sind Rudnevs und Timmy Simmons. Das sind 4 Tage. Es könnte knapp reichen für beide fürs Bayern-Spiel. Chandler leider nicht, der muss zugucken. Da könnte es gegen Bremen wieder funktionieren. Da müssen wir abwarten. Ja, wir gehen dann weiter. Es geht in die Woche. Ganz entscheidende Tage jetzt hier. Neue Dimensionen beim FC Everton, das haben wir jetzt gesehen. 11 Millionen bieten die für Chandler, unseren Rechtsverteidiger. Das ist ungefähr nur, ja, 50% von dem, was er festgeschriebene Ablösesumme hat im Vertrag, verankert. Da bin ich mal gespannt, was die bereit wären zu zahlen. Ich habe aber kein Problem damit, wenn das abbricht. Die Reserve hat sich aber abschlachten lassen. Das war nicht gut. Ich habe es nur gerade kurz gesehen. Da haben wir erstmal den Hattrick für unseren Österreicher Marcel Sabitzer. Ja, Stärke von 78 mittlerweile. Herausragend. Da kommt es gleich jetzt auch noch für Polter. Gucken. Einfach mal aus Spaß mal schauen. Nee, kommt nicht. Kommt wahrscheinlich nur einmal. So, Philipp Clement ist schon wieder verletzt. Also das wird nichts mehr. Das sage ich euch. Also das ist durch, denke ich, mit ihm. 3:0 gegen Memmingen, das ist ja desaströs. Komplett schlechte Leistung, der Torwart war ja noch der beste Mann bei uns. Wir haben eindeutig die Chancen nicht genutzt, wir waren dermaßen überlegen vom Ballbesitz her und ach Gott. Kurz vor der Halbzeit Doppelschlag und dann war's rum, da war's gegessen, das Spiel. Ich denke mal, das war dann wahrscheinlich ja, letztendlich dann der Nackenschlag für die Aufstiegshoffnungen für die Mannschaft. Spielergespräche kann ich gar nicht mehr. Ich kann hier gar keinen mehr loben. Michael Fersch wechselt ablösefrei. Das ist das Beste, was ihm passieren kann. Yannick Nonweiler ist nicht interessiert. Angebot für Packard abgelehnt. Wirkt sich negativ aus. Lazio Rom wollte ihn haben. Was hat er denn? Ja, Moral ist aber noch in Ordnung. Ja, ihm wurde jetzt tatsächlich so ein bisschen der Rang abgelaufen. Von dem 2 Jahre Jüngeren, muss man ja noch sagen, Sebastian Polter. Der ist 22, ist natürlich, der hat auch einen Torriecher von 80, also da tun die beiden sich nichts, ne? Also das ist Jacke wie Hose. Ja, er hat im Moment natürlich eindeutig die Nase vorn, durch die Leistungen der letzten Wochen. So, mal gerade Jugendmannschaft schauen, B-Jugend, da wechseln wir, Charon van Boom ist verletzt hier, 9.4. noch Oberschenkelzerrung. Bei ihm, beim guten Daniel Saad Abdallah, habe ich doch tatsächlich den zweiten Namen vergessen vorne. Das tut mir natürlich leid, muss ich mich mal entschuldigen. Ich weiß auch nicht, warum ich das vergessen habe oder nicht gemacht habe. So, Leerzeichen. Stellen wir das natürlich gerade wieder ein. Ich bin gerade zu blöd zum Tippen. So, das haben wir wieder. Alles klar. Hat er jetzt wieder seinen kompletten Namen. Ich denke mal, der ist hier zu lang, deswegen steht hier oben der Spitzname. Passt schon. Aufstellungsassistent, ein bisschen ändern hier. Ah, Samuel Stiesen spielt jetzt hier in linke Verteidigung für den guten Charon van Boom. So, Köpke hat schon einen Vertrag, bei den anderen müssen wir mal gucken. Basala mit einer 61, das wäre schon einer, den wir da mitnehmen könnten. Vielleicht auch hier den Dittrich mit einer 57 für die Linksverteidigerposition. Da haben wir den guten Schäfer, haben wir da. Und Beuys natürlich. So, Philipp Clement muss weg. Da ist jetzt der Agiros wieder in der Mannschaft, der Krieche mit den 4 Sternen, wo einfach was passieren muss bei ihm. Genau, hier ging ja nichts mehr. Wir müssen erstmal weitergehen. In der Woche. So, Manuel Bier, den kennen wir doch. Der hat auch bei uns gespielt. Der wurde dann, glaube ich, letzte Saison der Vertrag nicht mehr verlängert. Was ist ein C-Punkt Wiese? Wo ist denn das? Oh Gott, der hat so lange keine Mannschaft gehabt. Der war so lange arbeitslos. Gucken, kann ich das hier anklicken, wo die herkommen? C. Wiese. Aus Belgien. Zweite Klasse, also zweite Liga. Ja, ist ein Neuanfang. Rafinha bis 2016 verlängert. Unser Helfer für die Champions League in der letzten Saison. Gucken wir mal gerade hier rein. Der müsste ja nochmal irgendwo auftauchen. Rafinha, die haben Mario Götze, wie gesagt. Ja, das war ja dieser Monster-Transfer. Über irgendwas in der 70 Millionen. Ach ne, das ist gar nicht unser Rafinha, das ist der hier. Das ist quasi die ältere Ausgabe. Unser Rafinha, weil doch, der ist auch noch hier. Also es gibt zwei, das ist natürlich sehr lustig, dass die beide auf einem Fleck. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor ich die Summe hier oben gesehen habe, vielleicht können wir den ja wirklich irgendwann mal wirklich verpflichten, dann fest, dass er zurückkommt, aber das hat sich dann in dem Moment natürlich wieder erledigt.
Wir haben ja sonst nichts mehr Wichtiges. Juventus bindet hier noch ein paar Spieler. Vucinic und Lichtsteiner. Gehen wir weiter. Chandler, so, der möchte gerne im anderen Team spielen. Ist ja sehr interessant, dass der so denkt. So, 11 Millionen. Ich würde mal sagen, die 14,5, die lassen wir mal stehen. Forderung stellen. Ja, gut, das sind Engländer, aber dem musst du mit allem rechnen. 11,5 sind es jetzt. Ich sag mal 14,5 plus 10% Weiterverkauf. So, Champions League, da haben wir es. 0 zu 0 gegen die Bayern im Hinspiel. Unsere Form ist um einiges besser als die momentane der Bayern, was natürlich nicht viel heißt. Die haben natürlich einen Heimvorteil, allein schon mal, das wird ein ganz großes Manko sein für uns. So, Scouting abgeschlossen von Bayern, die sind gescheitert, das macht nichts. Luciano Nasing ist auf der Transferliste, wer ist denn da interessiert? Timmy Simmons ist wieder fit und Ruud Neves. Also die beiden haben es geschafft fürs Spiel. Ich würde sagen, wir können hier den Heinlot mal wieder runter tun. Dafür nehmen wir Timmy Simmons mit. Ruud Neves kommt mit für Pekhardt. Der hat ja mal mit anderen Sachen zu tun. Der will ja nach Lazio Rom. Beziehungsweise, der will sich Angebote anhören dürfen. Wir haben im Moment gar keine Probleme damit. Soll er von mir aus gerne machen. Wir haben im Moment einen, der vorne Tore macht, der trifft und auf den wir uns verlassen können. Pekhardt hat ja leider in der Saison nicht so geglänzt. Wie in der letzten natürlich noch. So. Feuler muss leider wieder den Rechtsverteidiger-Part übernehmen. Jetzt ist Ribéry wieder da. Das wird natürlich eine andere Hausnummer werden als der Shaqiri, der da vorher gelaufen ist im Hinspiel. Groß wird gepackt von Balic. Sonderbewachung auf Mario Gomez. Ich würde sagen, für Plattenhardt wird natürlich dann wieder der gute Pinola ins Spiel kommen. So, Dama Kiyotake. Ich will auch gar nicht so viel mauern. Also wir müssen eigentlich schauen. Wir können ein bisschen mehr vorne gehen mit der Abwehr, ein bisschen mehr Pressing spielen. Konterspiel natürlich. Also ich meine, wenn wir ein Tor schießen, dann muss Bayern auch eins machen. Wenn wir zwei Tore schießen, muss Bayern auch zwei schießen. Also wir können nun ruhig unser Heil hier in der Offensive suchen. Das dürfte gar kein Problem sein. Guckt euch mal die Innenverteidigung an hier. Die beiden 21-Jährigen hier. 76 und 78er Stärke. Ist ja schon verrückt. Cohen, sehr stark. Der ist auf einer 73. Der ist sogar im Moment stärker als hier der Balic. Ist doch toll zu sehen, dass wirklich auch unsere Spieler, die mal längere Zeit wirklich auf der Bank sitzen, dass die dann so zurückkommen können. Gucken wir mal gerade nochmal Scout-Bericht rein. Ich bin mal gespannt. Toni Kroos, bekannt für seine gefährlichen Ecken. Gomez, 18 Tore schon gemacht. Mandzukic, hier kopfballstarker Stürmer, ist logisch. Robben kann hart und präzise schießen. Ist auch keine Überraschung. Und hier Jordan Ayew, ist bekannt für seine gefährlichen Dribblings. Aber der spielt ja nicht. Also der kann höchstens auf der Bank dann nachher ins Spiel kommen und uns durcheinander wirbeln. So, ich war gerade mal bemüht, hier mal zu gucken, wo eventuell noch mal ein bisschen Pause ist. Aber ich sehe hier kaum Pause. Also höchstens hier zwischen dem 26., also Ende April, Anfang Mai. Da hätten wir mal ein bisschen Zeit. Das ist natürlich noch ein bisschen Zeit, ein bisschen hin, ne? Oder hier, zwischen Gladbach und Schalke. Das ist auch eine Woche. Es sei denn, wir kommen natürlich in der Champions League weiter. Dann kommen hier natürlich noch mehr Spiele zu. Dass wir uns einfach mal um Neuverpflichtungen kümmern können, zumindest ein bisschen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt hier unser komplettes Konzept hier auch durcheinander schmeißen, weil wir unbedingt Spieler bräuchten. So ist es ja nicht. Also wir sind überall gut besetzt, ob das Innenverteidigung ist, defensives Mittelfeld, Offensivpositionen, alles. Also das ist nicht das Thema. Ich habe ja den Jeremy Clément, habe ich ja an der Angel vielleicht fürs defensive Mittelfeld. Also da wollte ich ja gerne mal eure Meinung erstmal abwarten, bevor ich da jetzt eine Attacke starte. Und ansonsten sehe ich da eigentlich gar nicht so die Notwendigkeit. Kiyotake ist jetzt auf einer 80. Ganz, ganz stark. Ich will mal gerade nochmal schauen, wo die Jungs wieder so toll in Form sind. Was hier die Marktwerte bzw. die minimalen Ablöseforderungen sagen. Ob das alles noch so funktioniert. Ich denke schon, also was ich jetzt hier sehe, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Also wir haben irgendwo einen Spieler jetzt, wo wir jetzt sagen müssten, der läuft unter Marktwert. Ob das jetzt hier die minimalen Ablöseforderungen sind oder halt die normale Forderung. Was könnte der denn für Packard geboten haben? Wo ist er denn? Der ist hier auf 9,3 Millionen Minimale. Also müssen die ja weniger als das geboten haben. Und das ist sowieso Quatsch. Also die Spanne zwischen Marktwert und diesem ist eigentlich zu klein, dass es da sinnvoll wäre, den wirklich zu verkaufen. Mal kurz gucken hier, Zentrale. Müssen wir mal schauen, hier privater Bereich. Wir gehen nochmal Golf spielen. Ach, die hat in 5 Tagen Geburtstag. Das ist schon wieder ein bisschen länger her. Ach, das habe ich gemacht. Stimmt.
Das haben wir gemacht. Das ist nicht aktuell gerade. Schon ein bisschen her. Wir machen mal einen Familienausflug. Ist doch ganz nett. Jetzt mal gerade so kurz hier von Bayern spielen, noch mal ein bisschen ins Grüne fahren, mit dem Picknickkorb. Autos und Häuser, was habe ich denn für eine Kohle? Eigentlich nicht so viel. 583.000. Mein Vertrag ist, wenn man mal so überlegt, mein Vertrag ist eigentlich sehr, ja, schlecht. Ich habe nur ein Gehalt von 730.000 dafür, dass ich den Verein zum Vizemeister geführt habe, Champions League jetzt mittlerweile im Viertelfinale bin. Ja, da könnten die vom Club, die Oberen, schon ein bisschen mehr bezahlen, würde ich sagen. Aber es ist auch im Moment nicht so, dass jetzt hier die Vereine anklopfen würden, die interessant wären. Hier Macker, Wacker Mödling, Austria Wien, Wacker Innsbruck. Mal kurz hier mal machen, die zweite Liga hier reinnehmen mit. Das ist wahrscheinlich auch, genau, da haben wir Hansa Rostock, Ingolstadt, Paderborn, FSV Frankfurt, FC Eindhoven, die ganzen holländischen Vereine hier aus der zweiten Liga. Ja, okay. Ich gucke mir das hier nochmal kurz an. Gute Mitarbeiter, die nicht im Standard ihres Vereins entsprechen. Ich weiß ja genau, wer das sein soll. Das ist nämlich der gute Mintal. Ansonsten, ich wollte gerne noch die Spieler loben, die in der Mannschaft des Tages waren. Das war einmal er. Super letztes Spiel. Marcel Sabitzer. Dann war das ja noch. Oh Gott, wer war das denn? Also auf jeden Fall war es der Cohen. Mit dem habe ich schon gesprochen. Wer war denn da noch drin? Ich glaube, der Polter wahrscheinlich. Wo ist er? Wahrscheinlich ganz oben. Sebastian Polter, da ist er doch. Super letztes Spiel. So, aber die sind alle, also der hat auch gerade gesagt, dass er das abwehrt, weil er genau weiß, wie wichtig seine Mitspieler sind. Und das ist eine schöne Antwort. Das zeigt nämlich, dass das Mannschaftsgefüge passt. Und dass die wirklich einander nicht vorbei können. Also, dass wirklich einer den anderen braucht. Und das ist gut. Alles klar, Form stimmt, Ergebnisse stimmen, Mannschaft stimmt, alles stimmt. Wollen wir jetzt mal gucken, ob wir den Bayern vielleicht jetzt ein bisschen in die Suppe spucken können. Wird auf jeden Fall ganz, ganz, ganz spannend. Danach haben wir schon Bremen in der Bundesliga. Da geht es ja auch noch um viel. Also alles andere als einschlafen, Leute. Es wird ernst, 3D-Spiel gegen Bayern. Drückt mir die Daumen, drückt der Mannschaft die Daumen. Bis gleich.